Also, hier stehen irgendwelche Puppen rum. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo Leute, ihr ist Grubbed und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Multiplayer-Horror-Game mit dem... Willkommen zurück, Sie. Ja, willkommen. Heute spielen wir ein Game, was du uns ausgesucht hast. Genau, die Entwickler und haben mich angeschrieben. Die haben uns das geschenkt quasi. Die haben mir ein paar Keys gegeben. Und ja, das ist so ein neues, irgendwie so Open-World-Survival-Game mit so Horror-Elementen. Wir wissen noch nicht so ganz, was das soll. Wir können auf jeden Fall hier Quests irgendwie annehmen und erfüllen. Und hier sind auch ein paar irgendwelche Leute unterwegs, die uns ans Leder wollen. Und ja, ich würde sagen, ganz tolle. Wir schauen uns das einfach mal an, gucken, wie das Spiel so ist. Sieht eigentlich ganz, ganz nice und spannend aus, muss ich sagen. Es wirkt so ein bisschen wie DayZ oder sowas. Ja, genau. Nur mit einer richtigen Storyline. Man kann sogar gucken, was man Quests hat und sowas. Und wir hatten am Anfang so eine Mini, mehr oder weniger Cutscene, wo uns ein bisschen was erklärt wurde. Ich habe da jetzt nicht ganz so mega drauf geachtet, muss ich sagen. Ich habe es auch gar nicht kapiert. Wir starten an irgendeinem Lager und sind am Arsch. Das war eigentlich die Story. Ich glaube, es war aber auch absichtlich so gemacht, dass man nicht genau weiß, worum es geht. Auf jeden Fall, meine Aufgabe ist gerade, ich soll eine Waffe finden. Und du hast schon eine andere Aufgabe. Ja, ich muss, ich habe da so einen komischen Typen schon irgendwie erledigt und er hatte irgendwas bei sich, irgendwie so Gewebeproben. Ich kann das mal zeigen. Da haben wir so ein Inventarmenü und das muss ich irgendwo hinbringen, ich weiß aber nicht wo. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal ein bisschen rum, vielleicht lernen wir das Spiel dann auf die Art und Weise dann auch mal ein bisschen besser kennen. So. Ja, ich gucke gerade bei mir auf die Karte, da sieht man, wie unglaublich groß die Welt ist. Ja, krass. Die ist wirklich riesig und direkt neben uns ist so ein Leuchtturm, den wollen wir uns eigentlich mal angucken. Ah, genau. Vielleicht können wir drin was machen. Vielleicht finde ich da drin auch irgendeine Form von der Waffe, weil ich kann gerade nur boxen. Ich hab nicht so gut. Ich habe eben schon einen Gegner gesehen und wir haben gemerkt, das ist ziemlich übel. Der hat mich einmal geschlagen, ich habe mir das Bein gebrochen und bin dann langsam verblutet. Es ist sehr gefährlich. Ja, ja, es ist auch wirklich gruselig teilweise. Alter, guck mal, was hier liegt. What the fuck? Wir laufen 2 Meter und finden direkt irgendwas super weirdes. Irgendwas dabei ist? Ich will gegen sowas nicht kämpfen, bitte. Nee. Ich sehe gerade unten rechts ist eine Anzeige, wie laut wir sind. Siehst du das? Oh, stimmt. Ich glaub, wir müssen echt aufpassen. Wenn du kriechst und Steuerung drückst, dann bist du halt echt sneaky. Aber ich glaube, hier sind wir ein bisschen außerhalb, hier sind wir sicher. Ja, ich verstehe. Ich finde es aber sehr gut, dass wir auf der Map sehen, wo wir sind. Ja, ja, definitiv. Weil sonst würde ich überhaupt nicht klarkommen. Das ist viel zu groß, ey. Ja, das war bei The Forest immer das Problem irgendwie. Okay, hier ist noch ein Lager. Wo ist denn dieser, wo soll dieser Leuchtturm sein? Fuck. Ich bin hier oben auf so einem Felsen, ich gucke ins Wasser. Der Leuchtturm muss da eigentlich, ach so, da oben. Ach, ich bin blind, Alter. Ich starre direkt drauf. Wo bist denn du? Ich bin, glaube ich, gerade noch blinder. Ich bin am Feuer. Ich bin einfach. Hi. Ich bin auch an einem Feuer, aber da bist du nicht. Und hi. Hier, loote das mal. Vielleicht da ist drin da was. Ist Records of Radio Communication. Ah. A part of a record from Special Mission, okay? Klingt wie was für eine Story. Klingt so noch was anderes. Und Ammo. Munition für ein H21. Nice, nimm das mit. Aber immerhin ist es schon mal Ammo für irgendwas. Ja, ja. Man kann das, glaube ich, auch einfach gegeneinander spielen. Also wir können uns auch, glaube ich, gegenseitig Schaden zufügen. Aber ich glaube, zu zweit hat man einfach bessere Chancen. Ja. Aus dem Wo ist denn der Leuchtturm? Der ist da oben. Den habe ich auch gerade gesucht. Ach, da ganz oben? Ja, ich hatte nämlich riesig groß und direkt am Wasser. Aber ja, ja, naja. Leuchtturm halt, ne? Okay. So, kann man hier noch irgendwas looten? Mit einer. Ich muss sagen, die Musik und Atmosphäre ist ziemlich cool in dem Spiel. Hat ja, es sieht schon nice aus. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da hoch? Gute fucking Frage. Was ist das? Nein. Zum Ding habe ich eben schon mal gesehen. What? Die killen einen. Lauf weg. What? Ich weiß nicht, was ist, aber die bewegen sich so ganz langsam. Alter, ich bin fast tot, so wie es aussieht. Ich weiß. Es war richtig weird. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich weiß, die sind gefährlich. Und ich habe das Gefühl, die sehen wir vielleicht nur mit einer speziellen Brille oder sowas. Oh, fuck yeah. Lauf einfach mal vorbei. Okay, mir geht's gerade gar nicht gut. Moment, ich guck mal kurz, ob ich was habe. Ich habe schon wieder versaut. Eine leere Wasserflasche. Okay. Fuck, kann ich das nehmen? Pumpkin-Nektar. Die Sache ist, ich habe gerade fast gar nichts dabei. Kann ich das benutzen? Kann ich das essen hier? Ich esse mal einen Apfel, vielleicht, dann spart mir das den Gang zum Doktor und so weiter. Bla, bla, bla. Ich konnte die Aufnahmen benutzen, die gibt mir Erfahrung. Oh. Damit kann man sich leveln. Nice, ach so. Leveln kann man sich auch? Level-Up-Gegenstände. Ja, Oh, fucking hell! Was wäre? Alter! Mach. Holy shit. Lass ihn uns töten. Oh, der wirft was! Du kleine Potsau! Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Was ist passiert? Wow. Bin ich revival? Nice. Der Typ steht hier gerade auf, herum, ich kann einfach schlagen. Ich höre immer noch die Musik. Ich bin gerade echt verwirrt. Alter, wo bin ich? Also ich kann dir alle Sachen klauen, aber. Okay, ich höre immer noch seine Musik. Ich bin ziemlich weit weg. Echt? Ich fühle mich auch übelst verfolgt gerade. Wo bist du?
Ich komm zu dir gerannt. Aber irgendwas verfolgt mich. Ich bin gerade mega in Panik, Marot hier. Ich versuch mal kurz eine Waffe zu nehmen. Fuck. Ah! Alter! Hier stehen irgendwelche Puppen rum. Oh mein Gott! Was geht ab bei dir? Das ist übelst gruselig, ich weiß es nicht. Ich will einfach nur weg. Alter Schwede, ich will weg. Ich bin oben links bei dem Feuer neben dem Leuchtturm. Ist gerade super krass laut hier, sorry, ich höre dich gerade gar nicht mehr. Okay. Okay, es wird leiser. Ich werde immer noch verfolgt. Fuck yeah, Buddy. Okay, ich komme in deine Nähe. Ich bin schon wieder näher am Leuchtturm. Okay. Okay, sie haben abgelassen. Ich bin hier in so einer alten Fabrik. Ein Stückchen weiter nach, in die entgegengesetzte Richtung. Ih, Alter, hier ist irgendwas. Oh, krass. Okay, du musst mal herkommen. Du bist nicht. Ich bin voll überfordert, wenn ich diese Story-Elemente bekommen. In die andere Richtung. Ich zoome mal ran. Ja. Quasi wo. Da sind zwei Lagerfeuer neben dem Leuchtturm, ne? Ja. Und da noch Richtung nach rechts. Weiter. Da, wo rechts? So Gebäude anfangen, an der Küste weiter. Ach, das ist aber voll weit weg jetzt. So weit ist das gar nicht weg. Ich komm dir mal entgegen. Okay. Ich erkunde jetzt also einfach, ja mal nicht ohne dich, sonst ist es zu gefährlich, glaube ich. Da, wo wir vorhin waren, noch weiter nach rechts laufen. Ja. Okay, gut, dann komme ich mal hingerannt. Krass, man stirbt super schnell, ey. Das ist ja furchtbar. Ja, man stirbt richtig, richtig schnell. Ich habe alle den Gegenstand mitgenommen, das heißt, ich kann gleich viel geben. Ah, okay, ich habe gar nicht so viel geredet, weil ich habe genau dann deine Waffe aufgehoben, habe halt so mehr oder weniger eine Cutscene bekommen mit Story. Und dann wurde mir gesagt, der Freiwillige hat eine Waffe gefunden, jetzt musst du drei von diesen Gewebeproben irgendwo hinbringen. Wir haben zwei. Ja. Also ich habe, wenn da der tote Typ liegt, wenn du den besiegt hast, dann müsstest du... Ich glaube, der ist schon weg gewesen. Ach, ich habe nämlich deinen Sachen gelootet, dass der gerade despawnt, aber ich hätte ihn vielleicht noch... Aber ich glaube, wir kriegen noch ein paar mehr. Ja, klar. Okay, ich bin jetzt wieder in deiner Nähe. Moment mal. Ich laufe an der Küste entlang. Ich bin beim ersten Lagerfeuer gleich. Okay, ich bin beim zweiten, also bei dem anderen. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann lass uns mal in die andere Richtung gehen. Da war nämlich eine übelste Fabrikanlage. Und da scheint mal ein bisschen mehr zu erfahren, was da so abgeht. Vor allem Waffen wären vielleicht mal ganz gut. Ja, hoffentlich. Irgendeine Form von Waffen und nicht so ein scheiß Holzstab. Ich bin wieder bei diesem komischen Dinosaurier-Skelett. Holzstab. Ja, ich sehe dich. Hi. Hi. Ist okay, dann droppe ich dir mal deine Waffe. Drop mir mal. Wie kann ich denn? Hier. Achso, hast du jetzt eine? Ich habe deine, weil ich muss jetzt die hier droppen. Ich kann Sachen recyceln, sehe ich gerade, oder reparieren. Everything is okay. Recycle. Was ist das hier? Nee, ist Munition, das will ich behalten. Kann ich das recyceln? Ah, den Müll, den wir bekommen, können wir recyceln. Damit kriegen wir dann so komische Teile. Und wahrscheinlich können wir daraus irgendwas bauen. Ah, guck mal kurz nach, Medikamente. Okay, ich habe jetzt zumindest erstmal wieder eine Waffe. Hauptsache, eine hat unser ganzes Zeug irgendwie. Ja. Okay, ich kann super viele Sachen einfach recyceln. Kann man hier was abbauen? Fällt dir nicht einfach ein Stock runter? Mensch, das ist doch nicht euer Ernst. Antidepressive habe ich gefunden. Ich nehme die mal. Du brauchst sie jetzt, ne? Die brauche ich unbedingt. Wenn du mit mir hier unterwegs bist. Alkohol, komm. Hier, ich gebe dir den Alkohol, hast du auch ein bisschen was. Fuck yeah, buddy. Oh Gott. Give it the good Bandage. Shit. Ich bin so ein bisschen verwirrt, wie man die Bandagen so benutzt. Ich ziehe die mir mal unten rein. Vielleicht funktioniert das. Wodka, Alter. 0,5. Oh, nice. Kann man das? Ich benutze das mal. Nektar. Benutze das einfach mal. Ach, wir müssen auch trinken und sowas, sehe ich gerade. Errungenschaft freigeschaltet. Relax, take a break. Alles klar. mit einem halben Liter Wodka, Alter. Damit geht's immer gut. Hui. Das ist schon entspannt. Hui, bisschen Fun. Also einfach hier weiterlaufen, meinst du? Ja, da kommt dann so eine komische Anlage und du siehst schon, dass irgendwas Grünes aus irgendwelchen Fässern ausgelaufen ist. Okay. Ich glaube, deswegen sind die hier so ein bisschen. Crazy. Ja. Ein bisschen ungemütlich drauf, die Jungs. Hier war nichts drin, ne? Nee, da haben wir schon, glaube ich. Irgendeine Waffe. Um Sachen zu craften, muss man Rezepte finden, habe ich gerade gesehen. Es gibt 25 verschiedene, die haben wir halt einfach noch nicht. Krass, das Spiel ist ja voll weit. Das ist übrigens noch Early Access, krass, ne? Also es wird gerade noch entwickelt, sozusagen. Dafür ist echt gut, es ist echt viel drin. Das Einzige, was noch nicht im Spiel zu sein scheint, sind Skills. Man kann noch nichts hochleveln, da steht Coming Soon. Hier ist so ein komisches, unsichtbares Blubbelding. Die raff ich noch nicht so ganz. Oh, fucking hell! No way, da ist ein Typ. Komm her, du musst mir helfen. Keine. Oh fuck. Ah, du bist da dran, ne? Ich bin auf Haha, du Vollidiot. Okay, laufen wir weiter. Oh Gott. What the fuck ist das? Laufen wir der Straße entlang. Ich laufe. Oh, die werden uns niemals aufhalten. Hier sind richtig viele Gegner, was ist das denn? Ich hätte hier nicht herkommen sollen. Ich hätte es nicht tun sollen. Oh ja. Hier sind fucking Freiwillige, warum tun wir das hier? Los mit uns. Sie kommen!
Tschüss, ich will einfach in irgendein Gebäude rein. Es ist übelst laut. Ich kann nicht mehr rennen. Echt nicht? Du musst es kurz aufladen lassen. Dem aufgegeben. Nice. Wir sind zu mächtig. Wir haben ihn Angst eingejagt. Okay, Melane Dog. Ja. Hier ist das, was ich dir zeigen wollte. Ich hoffe, hier sind keine Gegner drin. Ich glaube, hier ist mindestens ein Gegner, den können wir aber platt machen. Bestimmt. Ich habe Fäuste und du hast eine Waffe, das reicht. Du hast einen Holzstab und ich habe meine männlichen Fäuste. Und du hast einen Stab. Richtig geil. Okay, was ist hier drin? Hier ist so ein ekelhafter, hier hängt irgendwer. Es sieht nicht aus, ob wir hier reingehen sollten. Aber wir tun es einfach. Wir berühren alles. Hier spricht irgendwer. Bist du das? Hat ja gerade irgendwer gelabert, Mann. Ah! Da ist er! Oh Gott! Oh mein Gott! Fuck ihn! Oh fucking hell! Bitte stirb nicht! Oh Gott, ich muss jetzt. Der Buddy hätte uns mal helfen können hier. Ich sehe gerade, eine Bandage bringt ja fast gar nichts. Achso, lass uns den mal looten. Ich kann den nicht mal looten. Kann ich nicht. Kann man nicht? Wahrscheinlich hat er nichts dabei. Mist. Warte, ich will kurz gucken. Oh, hier. Pick up. Was habe ich denn jetzt? Was ist denn das? Fuel Battery. Okay, krass, ey. Oh. Man müsste nur wissen, wofür man das alles braucht. Du kannst meistens draufhalten, da siehst du, was ist. Ich habe auch eine Fuel Battery. Great Source of Energy. Wahrscheinlich ist das irgendwie ein Motor oder sowas. Noch irgendwas. Hier kann ich noch was looten. Hier ist nichts drin, aber hier ist einfach eine Box. Wahrscheinlich auch eine Fuel Battery. Hm. Noch eine? Okay, krass. Okay, irgendwas können wir damit wieder in Gang setzen. Vielleicht irgendein Gefährt oder irgendeine Anlage oder sowas. Kann gut sein. Ich glaube, ich habe gerade Zigaretten gefunden. Es gibt so viele Items irgendwie. Ja, Zigaretten. Weiß nicht, was man damit machen soll, so richtig. So rein spieletechnisch. Oh, hier ist nur eine Box. Sagen wir hier, Wein. Eine Flasche Wein. Oh, da können wir uns einen schönen Abend machen. Oh, warte mal, Keys? Schlüssel habe ich gefunden. Quest-Item. Several keys. Didn't find any lock to open. Ich muss gerade sagen, ich bin ein bisschen überfordert von allem. So viel Shit auf einmal gleichzeitig. Ja, ja, krass, ne? Wo bist du? Das Problem ist, die sehen uns nicht gegenseitig. Ach, da bist du. Okay. Wir haben ja keinen Namen oder sowas, der angezeigt wird. Das ist ein bisschen. Wie sehe ich eigentlich aus? Du bist heiß. Dankeschön. Nee, du hast. Eine Militärfrisur, ein Bart und so ein. Keine Ahnung, was das sein, so ein Admiralskostüm oder sowas. Ja, du hast auf jeden Fall kreisrunden Haarausfall. Aber du hast auch so einen schicken Bart und so eine komische. Ja, du siehst auch aus wie so ein Offizier aus Star Wars oder sowas. Gute Beschreibung. Was steht hier? Irgendwas Russisches, okay. Gut, keine Ahnung. Vertrau dem nicht. Euler. No. Ah, so ein Rashbi. Trichter oder sowas. Okay, lass uns ein bisschen umschauen hier. Vielleicht finden wir irgendwas. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir gleich wieder angegriffen werden. Taucherbrillen oder sowas? Echt? Doctor's Hofshed Diary. Wie viel Scheiß finden wir denn? Krass, ich habe ein Tagebuch gefunden. Ich glaube, das kannst du durchlesen und kriegst dann automatisch Erfahrungspunkte. Das hatte ich ja vorhin auch mit so einem Story-Item. Okay. Probier's mal. Im Menü, vielleicht kannst du irgendwie. Errungenschaft, useful recreation. You have a new note, press J to. Oh. Was? Was hast du bekommen? Du kannst irgendwas herstellen vielleicht jetzt? Ich weiß nicht. Bei Craft? Handmade Bandage? Ach so, man kann Kleidung und Alkohol für Bandagen benutzen. Hast du das gerade gelernt? Weil ich habe da nichts. Ich habe gar nichts bei Craft. Bei mir steht Known 0 von 25 rechts oben. 16 von 25. What? Krass! 16 von. Ich hab das Gefühl, ich hab irgendwas übersprungen. Alter, das ist so laut hier gerade, was ist denn los? Mach's mal leiser. Weiß nicht, warum. Okay, und ich such einfach mal weiter. Ich kann übelst viel Zeug machen. Irgendwas, eine Waffe? Irgendein Stab? Ich brauch einfach nur irgendwas. Das hier ist irgendwie unter Strom. Da hinten latscht noch eine rum, oder bist du das? Was ist denn das? Ach, das ist so ein komisches Wolfsvieh. Oh, no way, ey, da gehe ich nicht hin. Der ist mir zu gruselig. Okay. Ich merke gerade, ich habe. Bin ein bisschen verwirrt. Ich habe genau das gleiche eingesammelt wie du. Hat mir Erfahrung gegeben, aber ich kann überhaupt nichts herstellen. Hä? Vielleicht kannst nur du die Sachen herstellen, weil du der Host bist. Ah, das kann natürlich auch sein. Ah, nee, ist keine Waffe. Doch, ich habe eine Waffe. Ein Hammer. Nice. Hammer. Hä, wie kann man rennen? Ich kann irgendwie nicht mehr rennen. Vielleicht hast du keine Ausdauer mehr. Doch. Essen. Aber irgendwie. Tempel. Ich kann irgendwie gerade nicht mehr rennen. Ich kann Shift nicht mehr benutzen. Echt nicht? Nee. Vielleicht hast du zu viele Items dabei. Oh, das wäre ja. Oh boy. Das könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein Gewicht geht. Ja, oben rechts. Ist zu heavy, ist zu heavy, hat er gerade gesagt. This way. Fuck, ich muss sonst auch was essen, oder? Das ist wie bei The Long Dark oder so. Okay, lass uns mal. Unten links eine Anzeige. Okay, lass uns mal die Items teilen. Ich verstehe. Ich gebe dir mal so ein paar
von diesen komischen Batterien. Du kannst, wenn du Junk hast, kannst du das einfach alles immer automatisch recyceln. Mach Rechtsklick drauf und dann kannst du unten Recycle auswählen. Und dann kriegst du diese komischen, was auch immer, unten links. Und ich weiß nicht, was du damit machen kannst. Vielleicht kannst du damit irgendwas craften. Ich kann es nicht recyceln, glaube ich. Nicht alles, aber manche Sachen. Can't be recycled. Great source of energy. Nee, ich muss das. Nee, die nicht, die grauen Items. Die grauen Items. Ah, die, genau. Die grauen. Absolutely useless. Da steht useless. Auch drunter. Ah, okay, dann recycle ich die. Euler, absolutely useless. Okay, das behalte ich mal hier. Wein, damit können wir dann jedenfalls Bandagen machen. Okay, ich droppe mal diese beiden Sachen hier. Das ist mir, glaube ich, zu schwer. Okay. Ja, jetzt kann ich auch wieder rennen. Wiegen die? Oh, die wiegen ja 8 Kilo oder so. Okay. Also. Ich hab übrigens gerade mein drittes Sample gefunden. Das heißt, wir haben jetzt genug davon. Ich kann mal gucken, was wir zusammen machen können. Main Quest, Lost Relic. Useless Item? Was? Aber wir müssen die, steht hier vielleicht, wo wir die hinbringen müssen? Leider steht ja absolut gar nichts. Fuck. Journal. Hörst du das? Organics, Main Quest, Food Organic Samples. Reclaim the Stolen. Stolen what? Ich habe völlig andere Quests, das ist total weird. Krass, ne? Ja, na, ich glaube, das ist auch nicht dafür gedacht, um das zusammenzuspielen so richtig. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich hast du nur die Quests, ich hab einfach dazu. Monstrum. Ich habe aber zumindest eine Waffe. Future das ist ganz start with a dream. Gut, kann ich die reparieren? Ich kann die reparieren, dann macht die mehr Schaden, sehe ich gerade. Wer labert denn hier? Hab ich eben auch gehört, ich weiß, das war hier oben aus dem Lautsprecher. Alter, das ist krank. Das ist übelst apokalyptisch hier. Ich bin sowas von überfordert mit dem ganzen Spiel aktuell. Okay, wo geht man jetzt hin? Wir sind hier, ja, okay. Da sind wir. Wollen wir der Straße einfach folgen? Aber siehst du, an der Straße entlang sind so kleine rote Striche und ich habe Angst, dass es Gegner bedeuten. Let's go! Let's go! Die ganze Sache vielleicht ein bisschen interessanter, oder? Oh, warte, komm kurz zurück. What? Hier ist nämlich noch scheiß zum Looten, sehe ich gerade, sogar ziemlich viel. Wo denn? Wo bist Leiter. Du? Wir zurücklaufen? Ja. Bei dem Eingangstor, wo bist du? Eingangstor? Ich bin wieder auf der Straße jetzt. Oh, da, wo eben warte, ich komme auf die Straße. Okay, hier. Dann hier rein. Hier ist Kram zum Looten. Ich mach mal kurz das Spiel ein bisschen leiser, weil du bist echt sonst ja. Das wird immer mal so ein bisschen lauter irgendwie, das ist komisch. Weird. Okay, warte, ich nehme hier ein paar Sachen raus. Die andere kannst du nehmen. Ah, krass. Was haben wir hier? Über Shit. Green ist über Liquid. Boost Combat Characteristics. Krass. Ah, da werde ich stärker, oder was? Stahl. Oh, ich glaube, ich finde hier übelst viel Wir haben unterschiedliche Sachen, sehe ich gerade. Ich kann dir gar nichts wegnehmen. Wir kriegen unterschiedliche Sachen zum Looten. Okay. Glaube ich. Medbox. Medizin. Weil ich habe auch gerade Sachen rausgenommen. Ich habe völlig andere Sachen bekommen. Oh, shit. Au. Fucking yes. Sorry. Jesus. Guck mich nicht so aggressiv an. Also, kurz Angst gekriegt hier. Overload. Sorry. Ich sehe gerade, ich habe 30% weniger Ausdauer, weil ich ein bisschen voll bin. Ein bisschen überfüllt. Ah, wie kann ich denn das? Green Liquid Component. Okay, damit kann ich irgendwas kombinieren. Ich habe so viele Items bei mir, ich bin richtig überfordert, was ich mit dem ganzen Kram machen soll. Ja, ich auch so ein bisschen. Combat System, Basic Armor Fire, Ich finde es komisch, dass ich absolut nichts craften kann. So absolut gar nicht. Ich habe 0 von 25. Ich habe das Gefühl, ich habe am Anfang irgendwas vielleicht nicht gesehen, was du eingesammelt hast oder was nur du bekommen hast, weil du da raus bist. Ich weiß nicht. Ein bisschen weird. Kann ich das? Ich muss mal gucken. Ah, Moment mal. Bloodsucker. One strike, many holes, as they say. Ah, ich kann das mit Nägeln? Ah, okay, gut. Man kann sich auch die Waffen aufrüsten. Man kann zum Beispiel so ein Brett. Oh, fuck. Oh, warum denn immer ich? Keine Ahnung. Oh, scheiße, ich hab dich geschlagen. Aber er ist tot. Er ist tot, sehr gut. Wow, der hat viel Scheiß mit. Jetzt ist aber für uns beide. Ich bin ein bisschen verwirrt. Okay, jetzt hast du auch noch Samples. Ich brauche mit dir beide. Okay, you have a new mission. Wait. Ja, das hab ich auch bekommen. Lost Rally. Old Book. Kann er. Tasks. Oh, ich hab so viel Tasks. Ich auch. Krass. Es ist überfordernd, okay. Okay, ich muss erstmal gucken hier, wie ich das. Okay, Stahl habe ich, Nägel brauche ich noch und ein Barbed Wire brauche ich. Dann kann ich mir eine bessere Waffe machen. Okay, was kannst du machen? Irgendwie so ein Dachelholzstück oder irgendwas? Naja, so Nägel reinschlagen und sowas. Cool. Okay, so cool. Wie bei, weiß ich nicht, Dead Island oder sowas stelle ich mir das vor. Ja, ja. Wow. Da muss getrunken. Okay, Bandagen, die kann ich mal benutzen hier. Was ist das?
Small Box of Parts. Okay. Okay. Die kannst du, glaube ich, einfach zerstören. Und dann kriegst du daraus halt deine Recycled-Dinger, oder? Ah, echt? Deine Zahnräder. Ja, ich kann es gerade nicht machen, weil ich schon 88 habe. Ich glaube, man kann nur 100 haben und dann geht's vielleicht nicht. Ah, das meint ja mit Komponenten, oder? Naja, das sind die Teile, die du halt brauchst. Ach, für alles. So, zum Reparieren, zum Bauen. Jetzt, ich kann dir ein bisschen, wie hast du davon? Mal. Ich glaube, ich kann dir ein bisschen Scheiß zuwerfen, dass du es machen kannst. Craft, ja, ich brauch sowieso noch Teile irgendwie, ich weiß nicht. Aber ich gebe dir aber mal. Also, ich kann einen Joint bauen. Ich brauche nur zwei Herbs. Oh Gott. Ja, ich droppe dir mal ein bisschen Scheiß, dann kannst du das vielleicht bauen, weil ich kann ja absolut gar nichts bauen. Dafür. Wo siehst du, wie viele Komponenten man hat? Unten links die Zahnräder, wenn du im Menü bist. Also im Inventar. Beim Craften? Nee. Nee, einfach immer unten links. Achso, beim Inventar. 69 habe ich. Okay. Okay. Ja. Hast du noch Nutzen? Ich droppe dir ein bisschen. Ja, ich kann dir super viel Scheiß droppen, nice. Den ich wahrscheinlich gibt nicht es. Benutzen kann. Gibt es. wait. Moment, ich recycle das mal. Jetzt habe ich 76. Okay, das ist gar nicht so viel. Leiter. Old but still works, can't be recycled. Okay. Also alles, was Komponenten sind, droppe ich dir jetzt mal, weil ich kann die aktuell halt wirklich nicht benutzen. Okay. Wait. Dann nehme ich einfach eine ganz andere Scheiß mit. Oh. Ist das Clothes? Can't be recycled. Nee, nicht, die sollst du einfach nur behalten, den ganzen Kram. Das ist einfach nur zum Bauen später. Ja, okay, alles klar. Dazu. Okay, ich habe 76 von diesen Komponenten. Okay. Ab 100 kann ich mir irgendwas bauen. Nee, warte mal, manche Sachen brauchen 150. Was? Was noch Sachen? Vielleicht müssen wir dann mehr tragen können oder sowas. Oh, liegt da noch kann was? Kann sein, aber nee, das sind Steine. Ich hätte dir doch einmal so eine Box mit Parts gegeben. Wie viel waren da drin? Weil das 10. Müsste eigentlich ziemlich viele sein. 10 nur? Ja. Okay. Das ist ein Haus da oben. Lass mal Richtung Haus gehen. Obwohl. Wo? Kiste? Wo denn? Ah, hier sind Pipe. Ah, noch mehr. Oh, was ist das? Ken Fisch, geil. Alles? Ich habe Thunfisch gefunden. Oh. Okay, in jeder Box sind Sachen für uns beide drin. Das ist gut zu wissen. Ah, okay, alles okay, klar. Okay, wir sind gerade einfach hier. Wir können mal versuchen, so als Mini-Ziel für die Folge zu machen. Siehst du diesen komischen blauen Kreis mit so einem Zaun drunter, ein bisschen links über uns? Ja, genau. Dahin? Lass da mal hingehen. Ja, lass da mal hingehen. Da müssen wir hier hoch, ne? Ein bisschen Angst. Da rechts ist ein. Ich habe Angst, da hinzugehen. Gehen wir erstmal hier hin. Ja, lass uns erstmal da hingehen, glaube ich. Ja. Vielleicht reicht das dann auch für den ersten Eindruck irgendwie vom Spiel. Und dann müsst ihr uns mal sagen, ob wir das weiterspielen sollen, ob das spannend ist oder. Unsichtbar. Warte, lass mal wirklich. Ich seh's. Ach, da, jetzt sehe ich's. Krass. Lieber. Was für Augen du hast, ey. Manchmal sieht man das nicht. Oh, wait, warum wird das blau? Oh. Was ist hier los? Meine Sicht verändert sich. Bei mir auch, das ist richtig weird. Nein. Jetzt hier nochmal, lauf weiter. Ich muss mich ducken, vielleicht sind wir zu laut? Vielleicht waren wir gerade zu laut. Es wirkt, als ob es so eine Erinnerung an irgendwas gewesen wäre. Okay, irgendwas hat geflüstert. Ich bin so überfordert aktuell, das ist so. Na, man muss es erstmal kennenlernen. Es ist krass, wie viel Inhalt das Spiel schon hat. Ja. Dafür ist komplett Neues, wenn du wirklich mitten in der Arbeit ist. Da ist ein Vieh, da ist irgendwas richtig. Okay, böses. Ich habe das Gefühl, wir könnten. Okay, lass mal rechts dran vorbeischleichen. Knie ich mal hin. Das klappt nicht, Alter. Das klappt nie. Wait. Jetzt einfach mal. Okay, es geht da lang. Wir müssen. Sieht so süß aus. Ey, ich bin gefährlich, ja. Ich bin richtiger Motherfucker, Alter. Als ob du so ein Tischbein in der Hand hättest. Das ist doch nicht. Okay, komm. Okay, komm. What the hell is happening here? Was ist denn mit ihm los? Er hat irgendwas gesagt. What the hell is happening, hat er gesagt. Okay, lass hier mal gucken, wie irgendwas einzeln. What the f... hier ist Wind! Der tötet mich bestimmt, oder? Lass ihn weiter. Oh no! Oh, kommt. Ja, da ist ein Typ. Oh Gott, no. Fucking hell. Ja, schlag ihn, ich blocke. Sehr gut, Alter. Okay. We did it. We fucking did it. Dein Hammer macht die weg, Alter. Der greift mich aber auch an, wenn ich hinter ihm stehe. Ich glaube, es ist einfach ein Animationsfehler, dass er dich angreift. Ach so, okay. Das ist richtig weird. Komisch. Aber okay, den haben wir umgelegt. Oh, hier ist ein kleines drauf, Auto. Ne? Absolutely useless. Da kriege ich 3 Komponenten raus. Aber man kriegt immer echt wenig. So in Relation. Weil man echt viel Scheiß findet dafür. Boah, ich habe gerade gedacht, da steht noch einer, aber das warst du. Heftig. I'm sorry. Okay, wo sind wir gerade? Oh, wir laufen in die falsche Richtung. Echt, wirklich? It's heavy. Wer zündet die Kerzen an? Okay, fuck. Ich bin verletzt. Ich muss mich mal heilen. Das irgendwie, ich muss das mal, ich kann, wie das recyceln. Geht. Du brauchst Bandagen. Okay, gut. Kannst du welche herstellen aus Cloth vielleicht? Portwein, also.
Hotline ist auch nicht schlecht. Oh, genau. Steel, Moment mal, habe ich Clothes? Ja, ich habe Clothes. Ich hätte dich gegeben, ja. Dann könnte man doch das eigentlich kombinieren, oder? Wait. Ich habe noch 3 Bandagen, wenn du eine brauchst. Sehe ich gerade. Handmade Bandage, Clothes. Ich kann dir welche geben, ich habe 3. 3 von 1, Alkohol. Wie kann man Alkohol from Wine? Oh. Ich mach das mal. Hey, Seth. Was denn? Ja, Barbwire. Was? Gib das her. Bitteschön. Psst, danke. Psst, aber ja, nicht weiter. Ich geb dir auch eine Bandage. Nice. Du bist richtig ja cool. Sehr nett. Du, gern geschehen. Du bist mein allerbester Freund, Corrupted. Oh Gott, lass mal richtig shippen. Okay, Barbed Wire. Moment. I'm not afraid. Alter, mein Typ hier ist voll am rumatmen. Mir geht's nicht mehr so gut, ja. Not afraid at all. Das Ding ist, wie kann ich das jetzt machen? Alkohol from Port Wine. Ich könnte das tun. Wir brauchen ein Campfire. Ach so. Ja, wie können wir das herstellen? Am Campfire irgendwie. Ach so, wir haben schon richtig viel davon. Okay. Dann kann ich das erst machen und erst dann, wenn ich den Alkohol laufen. Da extrahiert habe, dann kann ich Bandagen machen. Das wenn ist wir ja super einfach, komplex, ey. Wenn wir einfach der Straße folgen, kommen wir zum Feuer. Aber es hat ein kleiner Umweg, siehst du das? Einfach da nach ganz oben hinlaufen. Vielleicht sollten wir das. Naja, okay, ich habe ja jetzt Bandagen. Lass uns zum Blauen hinrennen? Ich habe ja jetzt Bandagen. Hin, lass uns einfach mal weitergehen hier. Okay, dann lass mal kurz. Folg mir mal. Wo bist du? Oh, wir gehen in die falsche Richtung. Ja, lass mal einfach hier lang ja, laufen. Für ich uns mal. Ich hier keine kommen wir relativ. Ja, hier müsst ihr einfach zum blauen Ding kommen. Wir gerade auslaufen. Hier ist gruselig. Das stimmt. Da ist jemand. Ja. Madman. Wie viel Leben hast du? Ich drücke mal auf C, wenn ich crouchen will. Das ist so ungewohnt hier. Hast du genug Leben für einen Fight? Vielleicht können wir uns auch ranschleichen. Es sieht ein bisschen komisch aus. Warte mal, ich nehme mal ein Medkit hier. Oh, ich habe halbes jetzt Leben. Jetzt sieht's besser aus. Small Aid Kit. Ich muss das alles reinpfeffern. Okay, jetzt sieht's okay aus. Wie viel sagt denn Leben unten links? Oder ist eine Anzeige dafür? Es ist 2/3 voll. Okay, das sollte klappen, weil der ist auch gerade weggerannt. Vielleicht können wir seine Sachen klauen, bevor er. Das war gar nicht das Leben, was ich gerade aufgefüllt habe. Aber ich musste es trotzdem nehmen. Oh, hier ist ein Baseballschläger. Nice. Ich nehme den mal. Ich weiß nicht, ob du den nämlich sonst auch siehst. Ich habe keinen nicht. Ich sehe den nicht. Was ist denn bei dir drin? Irgendwas anderes? Ja, Flaschen von Scheiß. Okay, dann droppe ich dir mal kurz hier eine Waffe. Drop mir mal. Oh yes, baby. Recyceln für 55 Dinger. Nee, ja, den nehme ich. Ja. Den nehme ich. Ah, okay, also, mein Hammer ist ziemlich strong. Waffen auf einen Quickslot legen. Hier ist aber übrigens auch gerade ein Feuer, sehe ich gerade. Wir sind fucking doof. Ach so, ja, wir sind leicht. Okay, alles klar. Schneiden wir raus. Craft. Das hat niemand gesehen. Moment, Campfire. Jetzt hätte ich eigentlich Alkohol from Port Wine. Campfire. Ah, Create. Jetzt geht das nämlich auch. Echt? Okay, jetzt habe ich ein Alkohol, glaube ich. Und vom Wein kann ich auch noch. Nice, und jetzt könnte ich. Mensch, das ist der großartige. Handmade Bandage. 100 Komponenten braucht das? What the. Wow. What the okay, fuck? Ich kann dir was droppen, es gibt dir 15. 15 reichen. Ja, bitteschön. Dann droppe ich noch was, es gibt auch was Schönes. Wait. Nicht zu viel, weil das. Okay. Moment, das hier, wir machen das. Ich recycle aber auch ein bisschen Shit. Und wie viel, was hast du mir gerade gegeben? Ah, hier, Music Box. Okay. Ja, Musicbox und eine Lupe. Recycle, alles klar. Okay, dann machst du den ganzen Recycle-Shit. Ich drop dir mal alles. Okay, ja, wir haben jetzt beide Waffen. Richtig männliche, ach so, gute hier, Waffen. Digrad, ich muss unbedingt essen. Ich nicht mehr viel. Ich habe ein Drittel. Ich habe noch Hälfte. Ich habe 94, willst du mich verarschen? Ach so, ich habe mich verrechnet. Oh fucking hell, yeah. Und du? Ich habe mich verrechnet. Nice. Alles klar. Recycle, nice. Ich brauche noch 3. Irgendwas? Habe ich gerade selbst verbraucht. Ist nicht so schlimm. Ich könnte theoretisch Munition droppen, die gibt 5, aber die sollten vielleicht lieber behalten, oder? Nee, lass das mal, ja. Das ist ein komischer Deal. Ja. Ah, ich habe auch Munition. Okay. Crazy. Ich glaube, Waffen und Munition sind immer rot. Ja, genau, okay, alles klar. Questgegenstände sind lila und die ganze random Shit ist einfach grau. Whisky habe ich noch, den könnte ich jetzt, wo wir hier am Feuer sind, erstmal noch hier ausdingsen. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Madman gleich wieder zurückkommt, dieser verrückte Typ da. Okay. Dann guck ich mich so ein bisschen um. Alles klar, okay, wir können weitergehen. So. Ich kann gleich ein bisschen sprinten. Ich habe Angst vor dem ganz komischen Wind. Oder? Oh Gott. Oh fucking hell, why? Du Spasti. Hast mich gerade erschrocken. Sorry. Warum ist er einfach runtergesprungen? Melee Dog. Nee, wir sind hier wieder. Ich habe das nicht gesehen, dass da eine Kante war. Es ist fucking dunkel, ey. Es ist wirklich. Oh, da unten ist ein Tier, pass auf. Hier kommen wir nicht runter, zumindest nicht lebend. Oh Gott. What? Wo bist du? Ich bin runtergerutscht. Man rutscht super leicht überall runter, merke ich gerade. Wow, ich auch. Au. Oh, ich hab's überlebt. Aua, warum?
Was tötet mich denn dann? Versteh das nicht. Ich muss bald mal wieder was essen, dunkel, ey. Wo bist denn du? Ich auch. Oh, hier. Direkt hinter dir. Keine Angst. Alles klar. Okay, aber wir laufen so dämlich, ne? Okay, lass uns mal weiterlaufen, dann wir direkt nach rechts oben zu dem. Ja, ja, alles. Oh Gott, Madman. Oh, fucking yeah. Kämpfen wir gegen den? Wir kämpfen gegen den. Oh Gott. Bist du tot? Alter, geht man schnell down. Ja, krass, ne? Alter, der hat eine Zucchini hat er mit. Zucchini tot geprügelt. Okay, ich nehme deinen Hammer und ich nehme deine Munition und ich nehme alles, was ich habe. Ich nehme alles, was du hast. Ach, jetzt ist es gut. Ich sammle hier mal kurz alles ein und würde ich sagen, vielleicht in der nächsten Folge weiter. Ja, ja, ich glaube, ich tot bin. Ich muss noch rausfinden, wie man speichert. Ja, ja, genau. Lass uns das mal so machen. Wahrscheinlich speichert es automatisch, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, lasst auf jeden Fall bitte einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock drauf habt, dass wir das hier weitermachen. Genau. Und schreibt es dann auch in die Kommentare, was ihr hiervon haltet. Ja, lasst uns mal wissen. Ist eigentlich ziemlich interessant. Ich würde so ein bisschen gucken, Spaß, wie weit es von der Story her noch geht. Weil das Spiel ist halt echt neu und ich habe nicht erwartet, dass es wirklich schon viel gibt. Ja, ja, ich auch nicht. Es ist viel krasser, als ich es gedacht habe. Aber es macht irgendwie Spaß. Ich finde es interessant. Man muss natürlich erstmal hier das Spiel ein bisschen kennenlernen. Deswegen haben wir das auch noch nicht vorher angetestet, um alles zu wissen, sondern das mit euch zusammen sozusagen. Ach so, ich muss noch kurz sagen, für meine Follower, ihr folgt mir gerne mal auf Twitter. Ich habe noch 3 Keys übrig. Das Spiel kostet normalerweise im jetzigen Zustand 15 Euro. Und ich verlose die auf Twitter. Ich schreibe dann einfach hier, ich verlose einmal und dann so. Könnt ihr mir folgen und einmal retweeten und dann habt ihr eine Chance darauf, das Spiel hier zu gewinnen, wenn ihr wollt. Woop. Genau. Woop. Okay. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Haut rein.